unserem nächsten Vortrag geht es um Platin- oder PCB-Design für Hochfrequenzschaltungen. Chris Gammel ist der Präsentator. Applaus für ihn. All right. Thanks for coming today. Hallo zusammen. So, um was geht es denn heute? Was würde ich euch heute erzählen? Ich arbeite mit Hochfrequenz, aber ich bin nicht so, wir gehen nicht so in die Mathematik, es ist zu heiß heute. Und ich würde euch auch ein paar Ressourcen geben, damit ihr sehen könnt, was ich gemacht habe und von meinen Fehlern lernen könnt. Also, wir hatten hier Erfahrung mit Elektronik, das ist schon, sind ziemlich viele, und mit Hochfrequenzschaltungen. Und hat es auch Amateurfunker unter euch? Ja, dann habt ihr vielleicht sogar mehr Erfahrung als ich. Also, ich erzähle mal von den Problemen, die ich habe, als jemand, der mit Gleichstromschaltungen angefangen hat und dann langsam Richtung Hochfrequenzschaltungen gegangen ist. Ich erzähle euch, was ich gemacht habe und von den Fehlern und hoffe, dass ihr weniger Fehler macht als ich. Ich bin Chris, ich mache seit ca. 15 Jahren Elektronikdesign. Ich habe schon in verschiedenen Firmen in dieser Industrie gearbeitet und viele Hobbyprojekte auch gemacht. Und ich bin Co-Host vom Amp Hour Electronic Podcast und ich bringe Leuten Elektronik bei, meistens die Gleichstromseite. Und das nennt man Contextual Electronics, das ist ein Online-Kurs für Elektronik. In meiner Vergangenheit habe ich also mit solchen Dingen gearbeitet. Das ist von Materialwissenschaften. Man schmeißt 1000 Volt in ein Material und kann so den Leckstrom messen. Und das Ding, das ist aber ziemlich sehr, sehr langsam. Ungefähr 6 Ausgaben pro Sekunde. In der Zwischenzeit wird eigentlich alles integriert. Man integriert alle Messungen und es ist wirklich eine Gleichstrommessung. Und ja klar, es hat Mikrocontroller mit drin, die hochfrequentere Signale haben. Aber ja, das war halt das Erste, was ich gemacht habe mit Elektronik. Ich habe Gleichspannungsmessungen gemacht. Und dann hatte ich heutzutage sagt immer mehr, auch zum Beispiel Stromversorgungen sind SMPRs mit Hochfrequenzschaltungen. Und ja, was hat sich inzwischen geändert? Die Welt um uns hat sich geändert. Wir tragen Handbänder, die Bluetooth haben. Jedes Produkt hat irgendwie einen Bluetooth-Chipset für quasi kein Geld. Und ja, man muss das quasi haben heutzutage. Und sprich, jedes Produkt hat irgendwie Hochfrequenzschaltungen drin, also Hochfrequenz, Radiowellen und so weiter sind überall, weil es ist halt extrem billig geworden. Und um diesen Chip geht es heute, über diesen werde ich reden, der kostet irgendwie 15 Cent, das ist wirklich billig, man kann ihn überall einbauen, es kostet ja quasi nichts. Und das hat mich motiviert. Und ich denke, darum schaut ihr auch zu hier. Und ihr wollt wahrscheinlich Dinge machen auch damit. Und ihr seid hoffentlich interessiert an dieser günstigen, wunderbaren Hardware und möchtet wissen, wie man die integrieren kann. Ich fange mal mit meinem ersten Hochfrequenzdesign an. Was habe ich denn gemacht? Also zuerst habe ich mal den AppNote kopiert. Das ist eigentlich das, was man üblicherweise macht. Also am Anfang hatte ich immer Angst, so, ich mache ja da gar nichts Neues. Das ist, ich kopiere das nur. Aber in den meisten Fällen geht es halt darum, dass man die Application Note anschaut und quasi kopiert. Und auch wenn man andere
Ja, und andere, das machen auch andere Leute. Das ist eigentlich normal, wie man das heutzutage macht. Also wahrscheinlich ist 80% von dem heutzutage Platin-Design oder PCB-Design das Reimplementieren der Application Notes. Das ist das Erste, was ich so gemacht habe. Es gibt da auch einen guten Talk darüber, einen guten Vortrag von Mike Osman. Und er hat diese 5 Regeln aufgestellt, wie man halt Hochfrequenzschaltungen einfach machen kann. Das kann ich sehr empfehlen als Ergänzung zu meinem Vortrag. Nutzt wenige Layers, nutzt möglichst integrierte Komponenten, 50 Ohm überall und die Empfehlung des Herstellers beachten und zuerst Hochfrequenz machen. Mein erstes Design war ein Modul für, das hat ja mit einem kleinen Mikrocontroller, eine SIM-Karte und ja, jetzt hat es funktioniert. Also, da habe ich das benutzt. Aber warum hat das funktioniert? Warum hat das einfach so funktioniert, out of the box? Mit dieser Einfachheit. Also, ich habe diese 5 Regeln zwar benutzt, aber die Hauptsache ist, weil das Modul auf dem Board war, hat gut auf die Antenne abgestimmt. Das Pseudomodem war halt, also ich habe eine Antenne, von der ich die Charakteristik wusste, hatte eine sehr kurze Distanz von dem Modul zu der Antenne und so habe ich meinen Hochfrequenzpfad kurz gehalten und das war jetzt vielleicht nicht ganz optimal, aber es hat sehr gut funktioniert, es war eigentlich auch nur ein Testboard. Und ja, hat gut genug funktioniert. Jetzt kann man das immer so machen, das Datenblatt kopieren und die Abstände kurz halten. Möglicherweise, vielleicht könnt ihr das so machen, ja. Aber das kommt dann natürlich darauf an, wie eure gesamte Schaltung aussehen soll, auf eure Design Goals. Und wenn man zum Beispiel eure eigene PCB-Antenne machen wollt, die Antenne direkt in der Platine, dann ist das halt ein bisschen schwieriger, weil dann müsst ihr da halt viel mehr selber machen und selber mehr Mathematik und braucht wahrscheinlich auch mehr Komponenten. Das ist dann natürlich, hat dann natürlich einen hohen. Let's talk about though why I wanted to learn more about this in the first place. The first one is I'm. Warum wollte ich denn jetzt mehr darüber lernen? Also ich habe viele Designs gemacht und ich habe zwar das Datenblatt gelesen und kopiert und habe es dann aber irgendwie mal genommen und es hat nicht funktioniert und das hat mich halt genervt. Und manchmal kann man dann, hoffen, dass man das Fenster aufmacht oder mal draußen nach draußen geht und dann hoffentlich funktioniert oder irgendwo ein Finger drauf hält. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte nicht in dieser Situation sein. Und das ist zweifach wahr, wenn man in einem Compliance-Testlabor sitzt und halt Komponenten, teure Komponenten auch prüfen muss. And then finally is kind of a feel-good one as well. I want to make sure, obviously, FCC and CE compliance. Und ich wollte mich auch gut fühlen, also FCC und so CE Dinge einzuhalten ist okay. Aber dass man nicht aus der Range arbeitet, aber ich wollte halt nicht jemand anderes Tag ruinieren, weil ich meine Schaltung nicht richtig ist. Viele Leute haben gesagt, dass sie Hochfrequenzerfahrungen hatten und so, ich werde jetzt ein paar Dinge, HF-Konzepte erläutern, die erwähnen, die etwas schwierig sind, die mich auch manchmal noch verwirren. Das erste ist die Frequenzdomäne. Bei Hochfrequenztechnik wechseln wir häufig von der Zeitdomäne in die Frequenzdomäne. Das ist ein Thema, wo sehr viel Mathematik dahinter ist, aber ich verspreche euch, ich mache nicht zu viel Mathematik hier. Das hier ist ein Bild aus einem Oszilloskop. Das obere ist eine Rechteckwelle, irgendein Signal, das an und aus ist. Und was man hat, ist, man hat verschiedene Frequenzkomponenten, die tatsächlich in diesem Signal existieren. Das untere Signal sind die tatsächlichen Frequenzkomponenten von diesem Quadrat- oder Rechtecksignal.
Das sieht ja so aus, als wenn sie auf der gleichen Achse sind, weil sie... Aber das ist nicht so. Ich habe auch eine großartige Animation gefunden. Ich hoffe, das funktioniert. Aber das zeigt euch im Wesentlichen die Komponenten, die tatsächlich in so einer Rechteckwelle existieren. Die summieren sich einfach und die addieren sich zu einer Rechteckwelle. Und die summieren sich und addieren sich halt zu der Welle. Das Wichtigste ist halt die Sinuswelle für die Grundfrequenz. Aber dann sieht man halt auch die einzelnen kleineren Wellen. Und hier sieht man diese Übersetzung, ist die Übersetzung von der Zeitdomäne in die Frequenzdomäne. Wenn wir die Frequenzinformationen wissen, können wir genau diese Rechteckwelle reproduzieren. Das ist ein schwieriges Konzept, um es zu verstehen, aber ich werde es noch ein bisschen visualisieren hier. Die andere schwierige Komponente ist halt die Komponente. Viele Komponenten verhalten sich mit Frequenz unterschiedlich. Kondensatoren zum Beispiel, wenn man Gleichstrom dadurch schickt, dann blockieren sie einfach alles. Es geht kein Signal dadurch. Das ist nicht. Und wenn Hochfrequenztechnik geht halt die Signal durch den Kondensator durch, abhängig von dem Wert des Kondensators. Das ist schwierig zu auf der anderen Seite eine Spule, die erlaubt niedrige Frequenzen durch und Gleichstrom insbesondere. Und bei hohen Frequenzen fangen sie an, den Strom zu blockieren. Das ist genau umgekehrt wie bei einem Kondensator. Ich quetsche jetzt einen ganzen Haufen Komponente in einen kurzen Vortrag. Ich hoffe, ihr kommt hinterher. Das andere ist, vieles ist in logarithmisches Skalen. Ihr seht viel von Dezibel oder dBm, dB. Das ist tatsächlich eine logarithmische Skala, die halt Größenordnungen angeben. Ich zeige gleich später noch ein Exempel davon. Also ihr seht viele Dinge, die auf dB referenzieren. Das ist häufig ein bisschen schwierig zu verstehen beim ersten Mal, aber die Skalen bei den Signalen, wenn man sendet, wenn man ein Signal empfängt, das sind sehr, sehr große Unterschiede in der Größenordnung, wie viel Energie das ist. Und wenn man hier durch ein System gibt, man hat verschiedene Verstärkungsfaktoren, denen, wenn man ein zehnfache Verstärkung hat, dann hat man eine 10 dB Verstärkung. Und dann gibt es eine neueste Zehnfachstärke, dann hat man 20 dB, noch eine Zehnfachverstärkung, dann hat man nochmal 20 dB, hat man 40 dB. Das ist ganz nett, weil es einen ganzen Haufen der Mathematik vereinfacht, wenn man über die anfängliche Verwirrung hinwegkommt. Und das letzte Wichtige ist, alles geht um die Leistung. Über die Leistung ist das, was wir in Hochfrequenzen, es geht nicht nur um Strom und Spannung, was halt am Ende die Leistung ausmacht, aber wir reden viel direkt über die Leistung. Und wenn wir über Hochfrequenzsysteme sprechen, dann versuchen wir fast immer etwas zu haben, das die Signalqualität nicht stört. Also, dass das Signal nicht dadurch verändert wird, durch das, was man damit macht. Wenn man zum Beispiel einen Stecker hat, der minus 3 dB Gain hat, dann macht er das Signal schlechter. Wenn man einen Output und einen Ausgang und einen Input, die nicht genau zueinander angepasst sind, dann wird es auch einige der Signaleigenschaften verschlechtern. Lass uns darum reden, was ein Signalpfad sieht. Wir haben hier ein Radio, das sendet, das ist TX, das geht in ein Kabel oder in eine Antenne. Und da gibt es in der Mitte diese rote fallende Linie, das ist im Wesentlichen das, wo das Signal durch die Luft geht vom zum Beispiel Mobilfunkmast zu einem Mobiltelefon und dann hat man die Empfangsantenne an dem Telefon und ein Kabel zu dem eigentlichen Empfänger. Und jeder dieser Schritte addiert oder nimmt entweder Signal weg. Und was wir sicher gehen wollen, ist, wir wollen auf keinen Fall in diesen Schritten irgendwelche Signalverschlechterungen hinzufügen. Logarithmic side of things. Und dann noch etwas zu der logarithmischen Seite der Dinge, um die Skalendifferenz geben hat. Wenn man ein Linkbudget hat von 100 dB, das heißt, dass das, dann haben wir ein Signal, das mit 1 Watt ausgegeben wird, dann empfängt man davon ein
Hunderttausendstel von dem Watt in dem Telefon. Das ist eines der Gründe, warum man keine anderen Signalverschlechterungen hinzufügen will, weil es sehr viel unwahrscheinlicher macht, das Signal korrekt am Telefon zu empfangen. So, wie gehen wir sicher, dass wir nicht das Signal unnötig verschlechtern? Und eines ist, wir passen die Eingänge und Ausgänge an. Das war ein neues Konzept, als ich von Gleichstrom zu Hochfrequenztechnik gegangen bin. Das passiert, gibt es bei niedrigeren Frequenzen auch, aber bei Hochfrequenztechnik ist es sehr viel kritischer, weil man hier mit ganz anderen Impedanzen arbeitet. Wenn wir perfekt angepasste Impedanzen zwischen Eingang und Ausgang haben, zwischen dem Input kann eine Antenne sein, der Ausgang ein Verstärker, dann wollen wir halt sicher gehen, dass wir keine unnötige Störung einführen. Und wir haben ein ESP32, das ist ein kleines Board und es hat eine PCB-Antenne und die sind nicht sehr gut angepasst. Und was kann da passieren? Es kann sein, dass sie nicht funktionieren oder nicht sehr gut funktionieren. Es kann sein, dass ihr den WLAN-Router irgendwo hier hat und den ESP daneben und dann kann es sein, dass sie nicht miteinander reden. Und es sieht so aus, als wenn es nicht miteinander redet und man kann es ohne Messgeräte nicht funktionieren. Es funktioniert zwar irgendwas, aber man kann es nicht sehen und vielleicht funktioniert es nur über einen Fuß oder einen Meter. Und wenn man versucht, wenn man erwartet, dass es auf 10 Meter ist, dann hat man ein sehr viel weniger leistungsfähiges System. Und es kann auch sein, in welche Richtung die Leistung abgestrahlt wird. Wenn es nicht in Richtung auf den Router, sondern irgendwo in den Grund abgestrahlt wird, dann geht es halt woanders hin. Also wenn wir jetzt eine Antenne haben und einen Verstärker, dann muss man das, dann reden die ja quasi miteinander. Das Signal muss von A nach B. Jetzt geht es darum, ja, was ist eine Impedanz? Die Impedanz ist ein Maß dafür, wie sehr die Komponente und das Hochfrequenzsignal durchlässt oder eben reflektiert, nicht durchlassen kann oder blockiert. Und also unser Verstärker, der macht einen Ausgang aus 2,4 GHz und das muss halt irgendwie weiter. Und jetzt fragt ihr euch, ja, warum kann eine Antenne nicht einfach so funktionieren? Also, ja, die Welt ist halt nicht perfekt. Wisst vielleicht noch, das iPhone 4, das war ein eigentlich ganz gut designtes Telefon, aber wenn ihr in der Hand gehalten habt, dann hat die Antenne sich verändert, weil ihr es in der Hand gehalten habt und dann hat das Matching nicht mehr gestummen und die Antenne war plötzlich viel schlechter, als sie hätte sein sollen. Also es kann auch was anderes sein, oder? Es kann ein Baum sein, es kann mal die Luftfeuchtigkeit anders sein. Alles das kann Einflüsse haben auf euren Signalpfad und dann schlussendlich darauf, wie gut eure Antenne effektiv funktioniert. Also ja, auch wenn ihr jetzt eine Antenne habt, die ihr fertig kauft und da steht 50 Ohm drauf, dann sollte das eigentlich funktionieren, aber eben je nachdem, was das Signalpfad macht, stimmt es dann halt auch nicht. Also ein einfaches Beispiel, wir haben ein Pi-Netzwerk. Wir haben eine Quelle auf der linken Seite, die hat 1000 Ohm. Dann haben wir ein Netzwerk aus Kondensatoren und Spulen. Und das wollen wir jetzt normalisieren. Wir haben eine Bandbreite von 6 MHz und ja, einige einfache Berechnungen, die man nicht machen kann. Ihr könnt quasi die Signalquelle nehmen und ihr könnt schauen, dass die besser miteinander arbeiten. Ein paar Messgeräte, die es dafür gibt. Ich habe das schon ein bisschen erwähnt. Also das erste Messgerät ist ein Spektrumanalyse, den ich euch vorstellen möchte. Der misst quasi den Frequenzbereich.
er kann das Signal vom Zeitbereich, also er gibt ein Signal hinein und er gibt auch das im Frequenzbereich aus. Das ist sehr praktisch, wenn man das zum Beispiel mit Bluetooth anschauen möchte, dass er über die ganzen Frequenzen hüpft. Und eigentlich alles, was eben dein Signal generiert, dann könnt ihr halt schauen, was effektiv im Spektrum ausgegeben wird. Ihr könnt auch das machen, was wir vorher gemacht haben. Also das ist das Oszilloskop. Das ist ein bisschen anders. Also es macht eigentlich dasselbe, aber einfach viel weniger auf Hochfrequenz abgestimmt. Dann können wir ein anderes Tool, ist ein VNA, Vector Network Analyzer. Und also nehmen wir einmal unser Telefon, das Hochfrequenz abgibt und das, die Energie, die abgegeben wird, wenn ihr die messen wollt, dann wollt ihr sowas wie ein VNA, VNA. Es gibt ein paar günstige davon, also Low Cost ist immer relativ, aber das oben links ist nur 400 Euro und andere, ja, das sind so ein bisschen die günstigsten und andere kosten dann halt 2000 und andere gehen von 2000 her. Also ich denke jetzt, ja, das ist sehr teuer. Aber, ja, ihr könnt das halt suchen. Ich habe eines für 550 gefunden. Ich habe gedacht, ja, das ist sehr, sehr schön und so. Und dann habe ich festgestellt, oh, das war das Falsche. Oh, das ist 550.000 und nicht 550 Euro. Und also, ja, wir können uns das vielleicht alle gemeinsam leisten und zusammenlegen, aber nee, alleine ist das zu teuer. Also, was ich sagen will, es gibt halt von ganz billig zu ganz teuer alles Mögliche und ja, ihr kriegt halt, wofür ihr halt bezahlt. Für 200 Euro, das funktioniert dann halt für Wi-Fi vielleicht schon ganz gut. Und dieses Gerät für mehrere hunderttausend funktioniert zum Beispiel dann bis 67 Gigahertz. Und ja, es ist ein großer Bereich in der Frequenz. Und es skaliert eigentlich ziemlich linear. Je mehr Frequenz ihr mehr Bandbreite oder Frequenzbereich ihr anschauen möchtet, desto teurer ist das Ding auch. Also etwas, sagen wir, was wollen wir denn? Also man muss wissen, was man effektiv machen möchte. Ich will ja nicht mit bis 67 Gigahertz arbeiten. Ich will vielleicht 900 oder 2400 Megahertz machen. Dann gibt es das Calc-Kit, Kalibrationskit. VNA muss man zum Beispiel kalibrieren und das ist halt sehr wichtig, weil Komponenten sind zum Beispiel temperaturabhängig und wenn ihr euch jetzt mal in einem warmen Zelt arbeiten müsst, dann wollt ihr sicher sein, dass es immer noch kalibriert ist. Oder ihr möchtet, wenn ihr ein Kabel habt, das von A nach B geht, Kabel braucht man halt einfach, dann möchtet ihr das auch gerne kalibriert haben. So, kommen wir mal zu den Messungen. Es ist halt wichtig, ich stelle euch das Smith Chart Core vor. Das ist ein visuelles Tool, um Impedanzen einzuzeichnen. Ich nutze Smith Charts nicht so oft, aber ich zeige euch, wie es geht. Und wie man damit einfacher die Schaltkreise zusammenführen kann, matchen kann. Und das Smith Chart ist dafür ein sehr mächtiges Tool. Ich werde euch Dinge wie S-Parameter zeigen, verschiedene Verluste, reflektierte Leistung und weitergeleitete Leistung. Ihr könnt dann ein oder zwei Port-Netzwerk-Kanalisator nehmen, um eure Signale zu charakterisieren, und das ist sehr praktisch. Das ist etwas, was ich gerne mache. Rückkehrverlust oder die Reflexionskoeffizient ist ein sehr
häufiger waren. Das hier zeigt eine Antenne und das zeigt, dass reflektierte Leistung bei bestimmten Frequenzen zeigt. Es ist oben gerade, wo es diese Frequenzen reflektiert, bei 2,4 Gigahertz. Da gibt es einen ganzen Haufen Leistung, das nicht reflektiert wird. Und es zeigt, dass dieses eine sehr gut abgestimmte Antenne für halt dieses 2,4 Gigahertz Band ist. Und wie tief dieser und schmal diese Bedelle ist, das zeigt, wie gut die abgestimmt ist. Dann gibt es VSWRs, das ist, was im Amateurfunkbereich benutzt wird. Hier ist eine Gleichung für eine Antenne, das Gamma ist halt das. Das ist grundsätzlich die letzte, was wir gucken in diesem Bereich. Das ist der Reflexionsverlust. Das ist hier der Ort, wo dies ist. Das hilft einem im Wesentlichen, wie gut eine Antenne angepasst ist. Wenn man einen niedrigeren und niedrigeren VSWR hat, desto besser ist die Antenne angepasst. Das waren der Messungssachen. Wir haben ein paar Grundlagen von Hochfrequenztechnik geredet. Und jetzt möchte ich zu dem übergehen, was eigentlich der Titel des Vortrags ist. Das brauchte ich alles bisher, um den Hintergrund bereitzustellen. Das ist hier die Frage ist, warum, was ändert sich, wenn man von Gleichstrom zu Hochfrequenz frequenztechnisch. Was habe ich gelernt, als ich halt neu auf neue Designs für Hochfrequenztechnik gegangen bin? Wie spielt das alles zusammen? Das erste ist, ein Draht ist nur ein Draht. Also wenn ich hier eine Komponente A habe und eine da ist eine Komponente B und wenn ich halt einen Draht dazwischen spanne, dann kommt das Signal von A nach B dahin. Das ist in Gleichstrom auch nicht ganz richtig, aber in Hochfrequenz ist es überhaupt nicht wahr. Jeder Draht ist gleichzeitig auch eine Art von Spule, ein Induktor und hängt dann, das Verhalten hängt sehr stark von der Frequenz ab. Wenn man Strom durch einen Draht schickt, dann entstehen halt magnetische Felder drumherum und die Induktivität ist im Wesentlichen der Widerstand dagegen, dieses magnetische Feld sich ändert. Also wenn man Strom einschaltet, wird das Magnet wird aufgebaut und wenn man ausschaltet, geht er halt wieder zurück. Und das Glaube, wenn man halt ein Stück Draht um einen Schraubendreher wickelt, dann kriegt man halt einen Elektromagneten. Und wenn man Drahtdrähte hat, ist es häufig so eine ähnliche Situation. Also ein Draht ist nicht bloß ein Draht. Bei Gleichstrom hat es meistens keine Relevanz, weil die Induktanz so klein ist, Induktivität so klein ist, dass es nichts ausmacht. Aber bei Hochfrequenz ist es wichtig. Wenn man zum Beispiel ein Breadboard benutzt, das funktioniert bis 10 Megahertz, das funktioniert meistens gut. Aber wenn man eine höhere Frequenz hat, zum Beispiel, wenn man wenn man 8 Megahertz oder sowas hat, dann ist es nicht. Aber wenn man zu höheren Frequenzen geht, funktioniert es immer schlechter, weil halt diese Drähte halt, sowohl die Drähte, die man hier sieht, als auch die Streifen von Metall unter dem Breadboard sind Spulen bei hohen Frequenzen. Und hier ist etwas, ich habe das nie wirklich gedacht, als ich Gleichstromschaltung entwickelt hat, aber die Platine selbst, das Material, aus dem die Platine ist nicht so wichtig wie die Komponenten, die man auf der Platine platziert. Aber das ist im Hochfrequenzbereich überhaupt nicht mehr true. Hier ist ein typischer vierlagige Platinenstapel. Das ist eine Ansicht von der Seite ein bisschen schwierig zu sehen. Hier hat man vier Layer und der Top sind die Komponenten. Und dann hat man die Dinge drauf und man hat Spuren auf der Oberseite. In der Mitte sollte man eine Grundplatte haben, das ist typischerweise die zweite Linie, die dritte ist häufig die Leistungsversorgung und unten hat man weitere Traces, Leiterbahnen für die Schaltung. Und hier der PCB-Stack hat bei hohen
wirkt sehr viel stärker auf die Schaltung ein bei hohen Frequenzen als bei niedrigen Frequenzen und beim Gleichstrom. Diese Charakteristiken existieren alle auch bei niedrigen Frequenzen, aber man muss sich nicht so viel Sorgen drum machen. Wenn man zu höheren Frequenzen geht, hat man höhere, mehr Komplexitäten. Das ist ja auch die einzige Mathematik, die wir hier tun müssen. Das ist ja ein, die Links sind alle da für einen Kalkulator, für einen Rechner dafür. Die Leiterbahn ist 50 mm lang und ist über der Grundplatte. Und wir haben hier von der oberen Lage, der unteren Lage haben wir 0,2 mm. Das heißt, dass dieses Stückchen Leiterbahn hat eine Induktanz von 63 Nanohenry und das ist bei 2,4 Gigahertz fast schon ein Kiloohm-Widerstand. Das ist tatsächlich ein sehr viel wichtigerer Anteil der Impedanz als beim Gleichstrom. Wenn ein Draht nur ein Draht ist, dann nimmt man einfach an, das ist 0 Ohm. Aber das ist hier beim Hochfrequenz definitiv nicht der Fall. Also das Erste ist, die Grundplanplatte sollte immer direkt unter der Lage sein, wo man die Hochfrequenzsignale schickt. Und man sollte auch sich sicher überzeugen, dass es richtig ist, nur wenn man Platinen kauft. Das muss man einfach genau wissen, weil man die Platine und die Leiterbahn tatsächlich als Teil der Schaltung verstehen will. Also bei Gleichstrom muss man über solche Dinge nachdenken, aber bei Hochspannung ist es wirklich, wirklich entscheidend, dass man das macht. Okay. Die andere ist eine nicht ganz so simplistische. Simple Annahme für Gleichstrom ist, ein Kondensator ist dafür da, um Ladung zu speichern. Nun, aber was das ist, ein Kondensator ist nicht wirklich nur ein Kondensator. Oben, hier sind einige Beispiele. Oben links haben wir klassische Kondensatoren mit Drähten dran, rechts oben sind Surface-Mounted-Teile und die haben ja oben, die haben tatsächlich physisch Drähte dran, aber die anderen haben auch Zuleitungen und das ist immer auch effektiv eine Spule. Unten ist halt ein Ersatzschaltbild für einen realen Kondensator. Und wenn man halt mit der Frequenz hochgeht, dann sieht man immer mehr Effekte, die man bei niedrigeren Frequenzen nicht sieht. Aber bei niedrigen Frequenzen verhält er sich halt fast wie ein idealer Kondensator. Er lädt sich halt mit der Zeit auf und im Grenzzustand blockiert er halt jegliche Spannung dadurch, jeglichen Strom dadurch. Aber wenn man zu höheren und höheren Frequenzen geht, dann fängt diese Spule, die da drin ist, diese Induktivität, er wird immer wichtiger und wenn man über bestimmte Frequenzen geht, dann wird dieser Kondensator durch diese Kapazität immer mehr zu einer Spüle und das kann deine Schaltung komplett durcheinander bringen, wenn der Kondensator halt plötzlich sich wie eine Spule fällt. Und das ist ein anderes, was viel für die Ideen hinter diesem Vortrag inspiriert hat. Wenn man zum Beispiel einen Verstärker designt, Grundplatten unter allem und würde man zwischen den verschiedenen Teilen einer Schaltung Grundplatten dazwischen legen und abbrechen, und sie sind praktisch gegen abgeschirmt, das so funktioniert es bei Gleichstrom, aber so funktioniert es nicht bei höheren Frequenzen. Und genauso kann man versuchen, Rauschen zu unterdrücken durch physische Maßnahmen, aber Hochfrequenz kümmert sich nicht darum. Hier ist eine Applikationsnotiz von Analog Devices. Hier kann man sehen, hier schneidet dieses L um diese Präzisionsanalog-Sektion daraus. Das ist sehr viel weniger effektiv, wenn man zu hohen Frequenzen übergeht. Bei niedrigen Frequenzen heißt dieser Schnitt heißt
dass das Signal nicht um diesen Cut herumgeht, um diesen Schnitt durchgeht. Und das hat tatsächlich die Update, aber bei hohen Geschwindigkeiten wird dieser Schnitt wie ein Kondensator und erlaubt es halt signaleffektiv da durchzugreifen. Hier zeigen wir zum Beispiel eine Antenne, die dadurch gemacht wird, einfach einen Schlitz in eine Leiterfläche zu machen. So. Das ist, wenn man solche sieht, kann das halt passieren, dass man Energie in Teile des Spektrums schickt, was man nicht dachte, und dann zum Beispiel Verträglichkeitsprüfungen scheitern. Thing, I suppose. But it really is, hier ist noch eines. Gleichstrom geht der Strom durch den Pfad des niedrigsten Widerstands, und bei Hochfrequenz geht es die niedrigste Impedanz. Der Strom wird zur Quelle direkt zurückfließen. In diesem Fall würde man annehmen, beim Gleichstrom, hier würde der Pfad des geringsten Widerstands durch die Grundplatte und irgendwelche Leiterplatten ist. Aber bei Hochfrequenz fängt es an, unterhalb der Spur selbst zu fließen. Und wenn man halt, kann sein, durch Teile eines Boards geht, durch die er nicht hinkommen sollte. Und die wichtigste, was man wissen muss, ist, bei höheren Frequenzen kommen die komplexen Terme in der Induktivität, werden immer wichtiger. Und wo das Signal am Ende lang fließt, ändert sich entsprechend mit. Und ja, wenn jemand sich hier die rechte Handregel aus Physik erinnert, das hier ist im Wesentlichen die rechte Handregel in Aktion. Wenn man Strom hat, durch einen Draht geht, dann dreht sich das halt, das Magnetfeld wickelt sich um dieses Draht herum. Und wenn es halt, und wenn der Strom zurückfließt, dann hebt sich das Magnetfeld in dem Bereich halt auf. Wenn der Strom da halt in die eine Richtung fließt, hebt halt das auf. Deshalb ist es am besten, wenn der Strom direkt unter dem anderen zurückfließt. That was kind of the DC stuff. I had also promised in this talk, das war ein bisschen der Gleichstrom, die Gleichstromdinge. Ich habe auch etwas Bluetooth und Mobilfunk und so weiter versprochen. Das ist eigentlich alles ein bisschen das Gleiche. Ich hoffe, also es sind immer dieselben Lektionen, die man lernen muss. Es ist alles dann immer Hochfrequenz, die man irgendwo in eine Antenne steckt, über einen Verstärker. Es sind zwar verschiedene Frequenzen, aber sie haben immer dieselben fundamentalen Gesetze. Also das Einzige, was sich dann ändert, ist zum Beispiel die Länge der Antenne oder die Ausgangsleistung, die man machen muss, aber es ist nicht ein sind nicht komplett neue Konzepte, sondern einfach mal Grundkonzepte, die man verstehen muss. Und das hat mich irgendwie, es ging irgendwie eine Weile, bis ich das bis mir klar war. So, zum Beispiel Bluetooth und Wi-Fi, die funktionieren alle auf 2,4 Gigahertz. Und das könnte zum Beispiel dasselbe Funkchip sein. Also hier ein paar interessante Frequenzbereiche, mit denen man typischerweise arbeitet. Ihr kennt wahrscheinlich Bluetooth und Wi-Fi. Dann LoRa und Sigfox, das sind so Netzwerke, mit denen man weiterfunken kann. Ihr kennt wahrscheinlich die GSM-Frequenzen. Und also es gibt, also was ich sagen will, ihr habt einfach mit ein paar Frequenzen zu tun, mit denen man immer wieder zu tun hat. Und sind Frequenzen, die von Bundesämtern zugewiesen wurden, zum Beispiel in den USA von den FCC oder Bundesnetzagentur in Deutschland. Und ja, diese Bänder sind halt nicht überall gleich, und ihr müsst daher irgendwie mit all diesen Frequenzen arbeiten können, und ja, darum könnt ihr die darunterliegenden Konzepte müsst ihr halt verstehen, und dann könnt ihr das für alle Frequenzen anwenden. Ein paar Bücher, die ich empfehlen kann: ein Practical Guide to RF von Mixed Signal, das kann ich sehr empfehlen. Das geht auch weiter zu, wenn man zum Beispiel PCBs mit 8 oder 16 Lagen macht. Und also ich komme aus der
aus der Gleichstromwelt, sie kommen aus dem Hochspeed-Welt. Und das zweite ist RF-Circuit-Design, ist eher ein bisschen generischer. Und das letzte, das mag ich auch, das ist Thomas Lee, ist ziemlich bekannt in der Industrie. Und es hat zwar viel Mathematik, aber es hat auch viel lustige Fußnoten und so weiter. Oder es gibt natürlich YouTube. Das ist wahrscheinlich einer der effizientesten Kanäle, Dinge zu lernen. Ich kann den ersten von W2AEW empfehlen. Es ist sein Carlsen, also er ist ein Amateurfunker. Und er erklärt halt viele Dinge, wie er die macht und macht viele Reviews und er sucht auch, also er hat auch an das Gerät geschaut, das ich einfach gezeigt habe, das bis 67 GHz kann. Ja, und es gibt natürlich Development Kits oder Programme, mit denen man gut anfangen kann. Also zum Beispiel sowas wie das RTL-SDA und GNU Radio. Und das kostet nicht viel. Das RTL-SDR kostet, glaube ich, irgendwie $20. Und es gibt halt, da baut ihr halt nicht selber Funkgeräte, aber ihr interagiert mit dem Funk und mit diesen Funkwellen und dem Frequenzbereich und kriegt so ein Gefühl dafür. Vielen Dank für Jeff Kaiser. Der hat mir sehr geholfen beim Erstellen dieser Slides. Wenn ihr Feedback habt zur Übersetzung, übrigens, auf Twitter könnt ihr uns Feedback geben unter dem Hashtag C3T oder @C3Lingo. So, und es geht jetzt weiter mit den Fragen. Kommt bitte zum Mikrofon. Wir haben auch eine Frage vom Internet, apparently. No question from the Internet. Okay, question here at the microphone. I have a question. Is it better to RF through inner RF zu innere oder äußere Lagen laufen zu lassen? Das Wichtigste, solange es referenziert ist, das Wichtigste ist, dass es zu Ground referenziert ist. Innere und äußere Ebenen haben halt andere Charakteristiken wegen den Dielektrika, die dazwischen sind. Also, aber meistens ist es dann irgendwie relativ einfach. Macht Top-Layer, da ist nichts im Weg, also nicht so mit inneren Lagen, weil da können halt andere Dinge im Weg sein. Das Einfachste ist, wenn es auf dem Top-Layer und ja, oder so weit wie möglich daran. Yes, another question. Yeah, thanks for the talk. Are you aware of any FPGA-like devices that use? Weißt du von irgendwelchen FPGA-artigen Geräten für Hochfrequenzschaltkreise? Ich habe mal an Sync rangeschaut. Ich glaube, das hat einen Hochfrequenzteil. Aber ja, die sind halt nicht so billig, aber ja, ich kann es empfehlen. Es ist gut und not really sure about anything. Und ja, sonst kenne ich leider nicht so viel. Also es ist dann ein Sender, da schmeißt ihr halt Daten rein und ein FPGA mit einem Sender, das ist, also könnt ihr es auch mit anderen Geräten machen. Wenn ihr langsam, das Wichtigste ist, dass der Sender selber ist halt irgendwie separat vom FPGA selber. So. Any more questions? Final question? Okay, if not, then please give Chris a big round of applause. Thank you. Keine Fragen mehr? Gibt ja eine Runde Applaus für den Vortragenden. Denn.